Hallo, in diesem Video stelle ich zwei Kamerataschen vor, eine von Amazon und eine von Kullmann. Viel Spaß dabei! Aktuell habe ich hauptsächlich diese beiden Kamerataschen im Einsatz. In den letzten Jahren, unter anderem bei Urlauben in Rom und Schottland, hat mir die Lumix GH5 gute Dienste geleistet. Sicher aufbewahrt mit sämtlichem Zubehör war sie immer in einer Kameratasche der Amazon Basic Reihe Größe L. Für meine neue Blackmagic Pocket Cinema Kamera 6K Pro habe ich mich für die Kullmann Amsterdam Maxima 520 entschieden. Diese beiden Taschen möchte ich Ihnen in diesem kurzen Video gerne vorstellen und welches Zubehör ich so mit mir rumtrage bzw. dazu einsetze. Unter dem Video habe ich mal alles verlinkt, falls Ihnen das eine oder andere gefallen sollte. Ich beginne mit der Kameratasche von Amazon, die ich in den letzten Jahren zu schätzen gelernt habe. Diese gibt es in einer mittleren und einer großen Variante, wobei diese mit einer Länge von 30 cm und einem Gewicht von gut 700 Gramm die große ist. Die beiden Halteschlaufen sind per Klettverschluss verbunden. Die Tasche besitzt einen gepolsterten Tragegurt und an den Seiten sehr geräumige Taschen, in denen sich sehr viel Zubehör verstauen lässt. Sie besteht aus sehr strapazierfähigem Material und mit dem überlappenden Deckel ist der Inhalt gut vor Nässe bei einem kleinen Regenguss geschützt. Die Tragegriffe sind mittels Klettverschluss miteinander verbunden. Und wenn dieser gelöst wird, lässt sich die Tasche auch gut an dem Griff eines Trolleys befestigen. Und auch ein kleines Stativ habe ich dazwischen schon transportiert. Die Verschlüsse sind zwar sehr einfach ausgeführt, aber durchaus zweckmäßig und rasten immer wieder verlässlich ein. Oft ist eben auch die einfachste Konstruktion die sicherste. In der Tasche ist ausreichend Platz, zum Beispiel für eine Lumix GH5 mit Batteriegriff und aufgeschraubtem 12 bis 60 mm Objektiv, die sowohl für Foto- als auch für Videoaufnahmen immer eine gute Wahl ist. Als Telezoom benutze ich mit ihr ein Panasonic 100 bis 400 mm Objektiv, das besonders bei 400 mm sehr scharfe Aufnahmen mit einer ausgezeichneten Bildqualität abliefern kann. Für eine gute Ausleuchtung in Innenräumen darf natürlich ein Blitz wie dieser von Godox nicht fehlen, den ich allerdings nur selten einsetze. Da verwende ich ein externes Mikrofon mit Windschutz schon etwas häufiger. Vorne an der Tasche befindet sich ein großes Fach mit Reißverschluss, das ausreichend Platz für Akkus, Ladegerät oder Batterien für den Blitz hat. Wem dieser Platz nicht genug ist, der findet rechts und links weitere Taschen, die man auch gut erreichen kann, wenn man die Tasche um die Schulter hängen hat. Mit einer alltagstauglichen Verarbeitung und ihrem günstigen Preis bietet die Tasche ausreichend Platz für alles, was ein Hobbyfilmer oder Fotograf braucht. Mit dem gepolsterten Schultergurt ist sie zudem angenehm zu tragen, wenn dieser auch für längere Touren noch etwas gepolsterter sein könnte. Nun zu meiner neuen Tasche von Kullmann, dem Typ Amsterdam Maxima 520, die ich für meine Blackmagic Pocket Cinema Kamera 6K Pro gekauft habe. Diese ist mit ihren 36 cm 6 cm größer als die Tasche von Amazon Basic und hat ein eckiges Design mit einer größtmöglichen Ausnutzung für den Innenraum. Kullmann ist eine seit Jahrzehnten bekannte Marke, wenn es um hochwertige Kamerataschen geht. Sie hat zwei Fronttaschen, die mit einem Klettverschluss gesichert sind. Auf der anderen Seite befindet sich eine Schlaufe für den Transport am Griff eines Koffertrolleys. Die Griffe der Schlaufen sind leicht magnetisch und finden so gut ihren Weg zueinander. Ein wetterfester Reißverschluss schützt den Inhalt vor Regen und wenn dieser geöffnet wird, offenbart sich auch das Besondere der Tasche, die sich wie ein Arztkoffer öffnet und ohne lästigen Deckel den Zugang zum Inhalt freigibt. Auch diese Tasche hat einen gepolsterten Schultergurt, der aber im Gegensatz zu der Tasche von Amazon Basic an den Ecken angebracht ist. Wie auch bei der anderen Tasche lässt sich der Innenraum mit Kletteinteilungen den eigenen Bedürfnissen bzw. der Größe der zu verstauenden Kamera anpassen.
Im ersten Wurf habe ich mal das wichtigste Zubehör für meine Blackmagic versucht unterzubringen. Die Blackmagic 6K Pro habe ich ohne Objektiv verstaut. Sie ist deutlich größer als die Lumix GH5, würde aber natürlich auch mit Objektiv hineinpassen. Auch den Kameragriff, der zwei zusätzliche Akkus aufnehmen kann, habe ich hier mal separat gelassen. Das Sigma 18-35mm bietet eine sehr hohe Qualität und in Verbindung mit der 6K Pro können professionelle Aufnahmen aus ruhiger Hand oder mit dem Stativ mühelos gemacht werden. Im Gegensatz zu dem Objektiv von Sigma hat das Canon Zoom Objektiv 17-55mm einen Bildstabilisator, welcher bei Aufnahmen aus der Hand mit der Blackmagic 6K Pro natürlich hilfreich ist, da diese keinen eigenen Bildstabilisator hat. Außerdem habe ich noch ein Doppelladegerät von Blumax und zwei passende Kameraakkus in der Tasche. Zu guter Letzt dann noch eine externe Samsung SSD-Festplatte mit einer Halterung von SmallRig mit USB-C-Kabel. Sicher werde ich diesen Inhalt noch ändern, aber die Tasche ist auf alle Fälle groß genug, um alles Standardzubehör neben der Blackmagic 6K Pro aufzunehmen. Das Arzttaschenprinzip bei einer Kameratasche zu verwenden, war eine ungewöhnliche Idee bei der Tasche von Kuhlmann. Aber so kommt man prima an alles heran, auch wenn man die Tasche umgehängt hat. Soweit meine Vorstellung der beiden Taschen und einen Teil meines aktuellen Kamera-Equipments. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung und ein Abo. Ich verabschiede mich nun bis zum nächsten Mal, wenn wieder etwas unklar sein sollte.